sind Nadine und Julia vom Podcast für Mainz, Mainz gehört. Das ist quasi wie so eine Radiosendung im Internet. Genau. Ach, das ist aber schön. Genau. Da kommt es jetzt irgendwann ins Internet. Ich lache mich kaputt. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Richtig. Das auch. Und vielleicht dürfen wir uns ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Wir machen einen Podcast. Guten Morgen. Wie ist denn Ihr Vorname? Ilona. Ilona, und Sie sind jetzt hier eingestiegen. Was ist das für eine Haltestelle hier? Das ist am Gautor. Mainz am Gautor. Und wir fliegen zu, wir fliegen nicht. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Ach, tatsächlich? Jetzt erst zum Bahnhof, steigen wir um. Und dann fahren wir mit der S-Bahn oder was uns begegnet, zum Flughafen. Ach, das klingt aber spannend. Das heißt, es geht auf große Reise für Sie heute? Mittelgroß. Mittelgroß, das heißt? Das heißt Rhodos. Rhodos, auch wie schön. Ja, wir freuen uns auch mit meiner Freundin da hinten. Ach, wie toll. Schon lange geplant, die Reise? Tatsächlich schon im Dezember geplant. Ja. Wegen des Preises. Was günstiger, ne? Ja. Clever, clever. Und fahren Sie öfters mit Ihrer Freundin Urlaub? Meistens sogar mit meiner Freundin. Meistens, ja, ja. So zweimal, manchmal dreimal im Jahr, aber öfters zweimal. Manchmal auch einmal nur. Ja, so ein bisschen frischen Wind. Was machen Sie hier in der Ju? Wir sind Nadine und Julia vom Podcast für Mainz, Mainz gehört. Das ist quasi wie so eine Radiosendung im Internet. Genau. Ach, das ist aber schön. Genau. Da kommt es jetzt irgendwann ins Internet. Ich lache mich kaputt. Das ist ja wirklich sehr lustig. Ja. Wir haben ja auch beide Internet. Ja, das ist jetzt die Hanne. Mann, ihr Kinder. Hallo. Noch ein Rucksackpacker. Ich bin die Nadine, hallo. Hallo Nadine, ich bin die Hanne. Ich habe gehört, Sie fliegen in Urlaub jetzt heute. Ja, klasse, nicht? Das Schönste, was man sich vorstellen kann. Richtig. Und sind Sie Mainzerin? Ja, ich bin Mainzerin. Oh, stolze Mainzerin. Ja, seit einiger Zeit. Seit 10, 12 Jahren etwa. Ja, das ist ja schon eine ganze Weile. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man von der Nordsee kommt. Ne? Ach, tatsächlich, aus dem hohen Norden sind Sie dann zu uns nach Mainz gekommen? Vom Jadebusen. Oh, das ist aber auch sehr schön dort. Wahrscheinlich nicht, wo das ist, nicht? Ich habe ja im hohen Norden gewohnt. Ja, genau. Aber nur an der Ostsee. Aber das ist etwas anderes, ein bisschen weiter, ist noch schöner. Ja. Was hat Sie nach Mainz verschlagen? Die Stadt. Die Stadt tatsächlich. Ja, nach Jahren mal die Liebe. Wir wollen das auch, ja. Vor Jahren mal die Liebe, ja. Erst zu den Menschen und jetzt zur Stadt. Ja. Das heißt aber, Sie sind keine Mainzerin? Nein, ich komme, man hält sich für möglich, aus Wiesbaden. Ah, wie schön. Ja, doch, wir sind befreundet, wo es immer so kleine Streitereien gibt, gell, zwischen Mainz und Wiesbaden. Ja, dann geht das ja also doch. So, das geht ganz gut, mit Diskussionen und so weiter. Das geht fantastisch. Ja. Der Beweis für gute Völkerverständigung. So ist es. Wir fangen im Kleinen an. Wir fangen im Kleinen an und dann so läuft es gut, gell? Wir haben jetzt die Europawahl bald. Also müssen wir uns ja im Kleinen schon mal anfangen zu verstehen. Ja, das stimmt. Das ist doch toll, ja. Und wir haben auch beide gewählt. Wir haben beide Briefwahl gemacht. Sehr gut. Ja, ganz wichtig auch. Naja, also ich bin angestanden am Rathaus. Ich habe mit angestanden. Ich dachte, gehen ja viele zur Wahl. Das war ganz schön. Musste ich anstehen, wie beim Kino. Gutes Zeichen. Ja. Aber Sie kommen auch trotzdem gerne nach Mainz. Ja, ich komme gerne nach Mainz. Ja. Doch, ich fühle mich hier sehr wohl. Aber umgekehrt kommt meine Freundin auch gerne nach Wiesbaden. Schön. Wir pendeln immer, wir zwei. Ja, okay. Und zwar machen wir das ganz genau. Eine Woche Wiesbaden, also Wochenende, und ein Wochenende dann Mainz. Ach, tatsächlich? So machen wir das, Das ist ja klasse. Ja, so kommen wir gut durch. Wie lange sind Sie schon befreundet? Lange. 20 Jahre. Über 20 Jahre. Toll. Sind wir eng befreundet, ja. Toll. Da lernt man den anderen auch mal auch gut kennen, auch, oder? Ja, da lernt man gut kennen. Und es ist auch, gibt's auch Höhen und Tiefen. Aber nach Tiefen kommen wieder Höhen. Aber wir sind oft bei den Höhen. Eher anzufinden. Ja, das stimmt. Mehr bei den Höhen. Aber das andere muss auch mal sein. Eben, ich denke, eine gute Freundschaft hält es auch aus. So ist es. Und ich meine, das war jetzt was Tolles, was Sie gesagt haben. Eine gute Freundschaft hält das aus. Das ist unser Satz jetzt für Rhodos. Sehr schön. Mensch, toller Satz. Sehr gut. Sehr schön. Und wir sind jetzt auch gleich am Hauptbahnhof schon angekommen. Genau, und wir wünschen Ihnen eine tolle Reise. Vielen Dank, dass Sie... Wenn das mal kommt, irgendwo. Also wo können wir das sehen, hören? Hören
hören können Sie das im Internet, wenn Sie einfach mal bei Google eingeben, Mainz gehört. Mainz, klar. Mainz gehört. Das werden wir machen, auch da drüben. Schließlich sind wir ja komplett vernetzt. Ja, sehr gut, ja, in Griechenland. Wir haben beide, also, na, wie heißt Internet, das? In, ja, genau. Ja, das ist ja heutzutage alles möglich, ja, und überall, ja, quasi. Ja. Mensch, Julia, jetzt ja, weiß. Süß. Mensch, das hat mich gefreut. Ja, ja, mich auch. Wie war Anna nun? Nadine. Ah, Nadine. Schön, ja. Nadine und Julia, ich gebe die Linke, auch schön kalt. Danke. Macht weiter so. Danke schön. Gute Interviews. Ja, danke. Gute Reise. Und viele weitere schöne Jahre der Freundschaft. Ach, ja, danke. Ja, alles Gute. Tschüss. So, wo sind wir denn jetzt? Im Borner Grund. Also wir fahren jetzt gerade am Gutenberg-Center quasi vorbei und fahren jetzt gleich über diese berühmte neue Straßenbahnbrücke über die A60. Ja, ganz genau. Wo kommen wir da hin? Lerchenberg. Also stimmt, wir sitzen in der 53 Richtung Lerchenberg, ne? Genau. Genau, ja, ich kenne mich mit dem Straßenbahnnetz noch nicht so aus und Nadine zeigt mir das hier alles mal gerade ein bisschen. Ja, jetzt fahren wir drüber. Oh, ich bin hier noch nie drüber gefahren. Ist die A60? Wow. Drauf. Das ist ja, jetzt geht's weg. Geht ganz schön steil runter, ja. Ja, wie witzig. Hoppala. Da schlägt die Julia gegen die Scheibe hier. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir ganz viel Grün. Ah, da hinten sieht man schon das ZDF. Da sind wir jetzt, okay. Genau. In der Nähe vom Lerchenberg schon. Die Straßenbahn ist eigentlich fast so gut wie leer. Wir warten jetzt mal noch auf ein paar Gäste. Dann. Ja. Aber ist ganz nett, ne? Ich habe so eine große Straßenbahntour noch nie gemacht und man kommt hier in Gegenden, wo man vorher noch nie war. Ich finde das wirklich ganz nice, um mal andere Ecken von Mainz kennenzulernen. Ja, ganz Mainz vor allen Dingen, weil die 53, die startet ja da in Hechtsheim. Wir sind eingestiegen am Mühldreieck. Mhm. Und fahren jetzt durch bis zum Lerchenberg und wieder zurück. Ja. Das ist unser Plan. Mal gucken, ob wir den so auch einhalten können. Ja, mal schauen, wie wir noch Nettes treffen. Ja, wir haben jetzt gerade die Linie gewechselt, sind eingestiegen in die 51 in Richtung Finden. Ja, und sind jetzt auf dem Weg wieder quer durch Mainz. Und noch ist es nicht so voll hier. Wir fahren jetzt wieder über Marienborn zurück. Und dann schauen wir mal, gell? Genau, was uns noch erwartet. Hallo, darf ich Sie kurz ansprechen? Wie ist denn Ihr Vorname oder dein Vorname? Ich heiße Daphne. Nadine, hi. Hallo. Wo geht's denn hin? Ich fahre nach Gonsenheim. Du bist jetzt Lessingstraße, glaube ich, eingestiegen, oder? Goetheplatz. Goetheplatz. Ein später. Das ist die Julia übrigens. Hi, ich bin Julia. Freut mich. Was machst du in Gonsenheim, wenn ich fragen darf? Ich mache einen kleinen Ausflug in die Natur. Ich gehe in den Wildpark. Oh, das ist aber schön. Ja, da ist immer. Da gibt es so eine Wildkatze, die ist ganz süß. Gehst du da öfters hin? Naja, so ein, zweimal im Jahr oder so. Seit wann gehst du schon dahin dann? Ich wohne inzwischen seit etwa 10 Jahren in Mainz. Und ich habe angefangen, hier in Mainz zu wohnen, in Gonsenheim, im Studentenwohnheim, in der Kaserne, genau. Und da war das so direkt um die Ecke und seitdem gehe ich immer mal die Katze besuchen. Cool, also du bist fürs Studium nach Mainz gezogen? Ja, genau. Was hast du studiert? Ich habe Literaturwissenschaft studiert. Oh, cool. Bachelor, Master? Master. Gratulation. Vielen Dank. Cool, und was machst du jetzt noch in Mainz? Ich arbeite jetzt so ein bisschen in Mainz und lebe hier halt. Und so, genau. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme eigentlich aus Hamburg. Ach doch, auch aus, ein bisschen Norden. Wir hatten vorhin schon mal jemanden, ne? Der aus, ja, Norden. Genau, das heißt immer mehr. Wir haben vor die Weltherrschaft unauffällig. Ganz langsam vom Norden Richtung Süden. Ja, deshalb mussten wir jetzt auch das Mikro geben und ich muss leider alles löschen, weil das darf natürlich niemand erfahren. Ah, ja, ja. Bist du froh, dass du nach Mainz gekommen bist? Wie gefällt es dir hier? Oh, das ist ein Mainz-Podcast, ne? Da darf man nicht so viel Schlechtes über Mainz. Du darfst auch negative Erfahrungen teilen. Okay, dann lege ich mal los. Also ich finde, dass Mainz ein kleines Dorf ist, was sich irgendwie permanent falsch versteht als Großstadt. Liegt wahrscheinlich daran, dass es eine Landeshauptstadt ist und deshalb irgendwie so ein bisschen den Schein wahren muss. Ja. Kriegt's aber nicht hin. Ich mag den Akzent hier, oder den Dialekt, pardon, den Dialekt mag ich hier nicht besonders. Aber das ist halt meine persönliche Sache so. Wir mögen auch Sächsisch nicht zum Beispiel. Nee, mag ich auch nicht so gerne, genau. Ansonsten, das Wetter ist ganz nett hier, ne? Aber man kann schon ganz gut hier weggehen, oder? Man kann seine Zeit schon... Ich gehe wenig weg tatsächlich. Auch nicht? Ja, ich arbeite relativ viel und habe nicht so viel Zeit. Okay.
wegzugehen, genau. Das heißt, wenn du Urlaub hast, dann fährst du nach Hause und... Ja, mal hier und mal dahin, wo es mich hintreibt. Aber ist ja auch schön, ja. Zur Katze. Zur Katze, genau. Also die ist aber schön. Ich auch freu. Die ist aber toll, die Katze. Die Katze ist super. Ja. Hat ja doch keinen Dialekt. Nee, genau. Ich glaube, deshalb mag ich die auch so gern. Die hält den Mund. Ja, jeder so, wie er es möchte. Genau. Gibt es aber trotzdem einen Lieblingsplatz oder irgendwas, was du trotzdem hier hast? Ich finde die Bücherschränke super. Ja. Die sind toll. Also auch als so gesellschaftlicher Platz einfach, wo man sich treffen kann. Bin schon mit vielen Leuten da ins Gespräch gekommen einfach. Sehr nett. Klar, die Rheinpromenade ist super. Ist wunderschön. Auf jeden Fall. Ja, ich will auch nicht alles schlecht machen. Also es gibt auch ein, zwei nette Orte. Ich glaube, sonst wärst du auch nicht mehr hier, oder? Ja, naja gut, mein Freund ist auch hier, von daher. Und der ist auch nicht schlecht? Ja, genau. Den kann ich auch eigentlich ganz gut leiden. Mainzer oder zugezogener auch? Auch zugezogen. Okay, fair. Vielleicht kommen wir hier irgendwann nochmal weg. Ja, dann bist du der Meinung, dass man in Mainz schnell ins Gespräch kommt, weil du gerade auch die Bücherschränke erwähnt hast und so? Ich finde, es kommt drauf an. Also ich meine, es ist ja immer so, wenn man Menschen trifft, die einem sympathisch sind, dann ist man auch eher geneigt, einfach so ins Nichts hinein mal Hallo zu sagen, ja, oder sowas. Oder wenn man eben Menschen trifft, von denen man sieht, die haben offensichtlich die gleichen Interessen. Und das geht dann über Bücher natürlich mal schnell. Man steht zusammen vor einem Bücherschrank und irgendwie greift nach dem gleichen Buch oder nicht mal, sondern einfach guckt sich die Bücher an und ja. Ist dann egal, in welcher Stadt oder welchem Fleckchen auf der Erde man sich gerade befindet. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist doch schön. Aber Wiesbaden ist ja in Wurfnähe. Hast du auch eine Meinung zu Wiesbaden, weil das ja doch schon ein Kontrast ist zu Mainz, oder? Ach, Wiesbaden. Also um ehrlich zu sein, immer wenn ich in Wiesbaden war, dachte ich auch, es ist eigentlich ganz schön hier. Und das ist ja auch endlich mal eine Stadt, die man Großstadt nennen kann, so allein von der Architektur her. Ja. Ne? Ich habe natürlich auch viel nicht so Schönes gehört. Keine Ahnung, der Unterschied zwischen, keine Ahnung, den Reichen, also so arm und reich sozusagen, dass da ein viel größerer Unterschied herrscht. So und, oder was heißt Unterschied? Also da klafft eine größere Lücke dazwischen so ungefähr. Gut, ich habe da nicht gelebt, ich kann das nicht beurteilen. Also ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen mit Wiesbaden gemacht, muss ich sagen. Dann vielen Dank und viel Spaß, ja, bei der Wildkatze. So, jetzt sind wir an der, wie nennt man das, der Einkaufsboulevard Gonsenheims. Da können wir mal frühstücken gehen langsam. Ich habe Hunger. Eigentlich schon Mittagessen, ne? Wir sind jetzt schon... Ja, wir haben nach 11 schon, ne? 11:30 oder so. Ja, ich weiß gar nicht. Die Zeit verfliegt in der Bahn. Ja, wo würdest du denn jetzt hier essen gehen in Gonsenheim? Es gibt da vorne tatsächlich, also wir sind auf der breiten Straße. Erstmal würde ich hier zur Bank gehen, weil das ist meine Hausbank. Würde erstmal ein bisschen Geld abholen. Dann würde ich hier bei... wie heißt denn da vorne der Laden? Für meinen Neffen was shoppen gehen? Warte. Allerhand ist auch wunderbar. Aber hier, alle Leute. Alle Leute. Das kenne ich doch. Ja. Nebenan ist auch schon eine Bäckerei. Richtig. Da könnte man sich ein belegtes Brötchen holen, aber. Ein Döner essen. Da vorne gibt es einen richtig guten Dönerladen. Echt? Und weiter vorne noch an der Schule, an dem Parkplatz, ist, glaube ich, auch eine leckere Eisdiele. Und eine richtig gute Pizzeria gibt es hier in Gonsenheim. Aber da sind wir noch eine Ecke entfernt. Kennst du? Da sind wir vorbeigefahren. Meinst du Dato? Das Salvo. Ja. Ist es da hinten der? Ja. Da sind wir vorbeigefahren. Das ist so dieser Mini-Stand, weißt du? Ja, wo man nicht rein kann. Der auch nicht liefert. Genau. Dann ist das Salvo. Dato ist dann Hechtsheim, wenn es den noch gibt. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch bei der breiten Straße. Die Straßenbahn ist jetzt nicht wirklich voller geworden. Recht leer. Tja, die Mainzer sind halt alle beschäftigt. Die sind jetzt alle draußen. Mittags um 12. Die Maler-Bäcker-Schule. Ich würde sagen, wir steigen hier gleich aus und wechseln wieder die Richtung. Ja, nochmal Richtung. Der Innenstadt. Genau, die 53. Die für 51. Also Julia kennt sich überhaupt nicht aus mit den ganzen Straßenbahnen und Nummern. Also ohne die Nadine wäre ich jetzt hier gerade wahrscheinlich verloren. Ich würde wahrscheinlich in Wiesbaden rauskommen. Komm, ich steig mal aus. Aber ich finde, das Informationssystem hier ist auch eigentlich ganz, kann man ganz gut durchblicken, auch wenn man selten Bahn fährt, weil hier alles digitale Anzeigen, man weiß genau, welche Nummern es ist, wann sie kommen und wo sie langfahren, das kann man dann halt eben bei den Aushängen sehen. Aber alles führt ja irgendwie Richtung Innenstadt, ne? Ja, das stimmt. Alle Wege führen nach Mainz City. Ins Herz. So, in 6 Minuten kommt die 50 nach Hechtsheim wieder. Die nehmen wir doch.
Dann sind wir mit der 53, der 51 und der 50 gefahren. Ja, man kann sagen, eine richtig große Straßenbahntour heute. Was fehlt? Die 52. Die 52, wo fährt denn die hin? Also es gibt die Nummer 52, glaube ich, nicht als Straßenbahn. Die gibt es gar nicht. Nein, die gibt es nicht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, warum genau. Das ist die Frage, nämlich 50, 51, 53 waren wir gerade. Warum nicht die 52? Ja, das ist eine Frage, die könnten wir mal jemanden stellen. Vielleicht kommt hier gleich noch jemand, der auch dann die Bahn nimmt. Vielleicht war jetzt aber du bist der sicher, oder die. Dass es die nicht gibt? Ja. Hast du sie schon mal gesehen? Nee. Du hast ganz viele Nummern noch nicht eben, gesehen. Eben, das wollte ich nicht. Ja. So, es geht jetzt in die 50. So, läuft das Ding schon? Hallo, Entschuldigung, darf ich Ihnen eine ganz kurze Frage stellen? Wissen Sie, können Sie uns erklären, warum es die Linie 52 gar nicht gibt? Wissen 52? Sie? Ja. 52 gibt's. Die gibt es? Ja. Und was ist das für eine Strecke? Das ist in Echsel in Bilzenheim. Ach, die gibt es tatsächlich. Ja, wir dachten, die gäbe es gar nicht. 52 gibt's, ja. Ja, gut zu wissen. Ganz, ganz lieben Dank. Jo. Tschüss. Hallo. Wen hast du da jetzt gefragt? Ich habe jetzt gerade den Schaffner gefragt. Der muss in Linie. Wo sind wir? 50. 50, genau. Und er meinte, die gäbe es. Der muss es wissen. Der muss es eigentlich wissen. Siehst du, wieder was gelernt. Sehr gut. Oder vertraust du nicht so ganz auf die Aussage? Du guckst so. Ich habe es nicht gehört. Ich war ja hinter der Scheibe. Ich habe es nicht gehört. Ach, du hast es gar nicht gehört. Ja, er sagte, die gibt es auf jeden Fall. Die fährt ab Hechtsheim. Ne? Ja. Habe ich Schmu erzählt. Oder vielleicht verraten Sie uns ja Ihren Vornamen. Wolfgang. Ich bin die Nadine. Und ich bin Julia. Okay. Und Ihr Sohn ist auch mit dabei. Fahren Sie öfters mit der Bahn? Das ist mein Enkel. Ach, der Enkel schon? Ja, wir fahren ab und zu mal in die Stadt mit der Bahn, ja. Und Sie kommen aus Gonsenheim? Aus Finden. Aus Finden. Da sagt man ja auch manchmal so Sachen, ne? Finden ganz hinten, die haben es gar nicht so leicht hier in Mainz. Finden Sie das auch so? Wir sind das Bergvolk, wir haben die Obstfelder oben, wir haben die Spargelfelder, wir haben den Wald, wir haben die bessere Luft, wir sind näher an dem Flugplatz dran und das Beste an Gonsenheim ist die Straßenbahn nach Finden. Richtig, genau. Da kann man auch mal die Schmäh ertragen, ne, von den anderen. Ja, ja. Wo sind Sie jetzt auf dem Weg hin, wenn ich fragen darf? Wir fahren in die Stadt und da gibt es heute eine Kita-Demo am Ernst-Ludwig-Platz. Da demonstrieren die Kita-Betreuerinnen und Betreuer für bessere Arbeitsbedingungen, für höhere Gehälter und ja. Das ist eine tolle Sache. Genau, und da schließen Sie sich an heute. Ach toll. Ja. Es wird immer mehr verlangt von den Kita-Betreuern und Betreuerinnen und die Eltern erwarten immer mehr und sind aber nicht bereit, dann auch für das, was die mehr leisten sollen, zu zahlen. Oder auch die Stadt, wer immer dafür zuständig ist, sollte dann, wenn sie mehr verlangt, auch bereit sein, mehr dafür zu zahlen. Ja, es wäre auf jeden Fall verdient. Es ist so ein wichtiger Job, so eine wichtige Aufgabe auch. Ja, absolut. Ja. Ja. Darf ich fragen, sind Sie schon in Rente oder arbeiten Sie noch? Ich bin in Rente. Was haben Sie denn mal gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war Lehrer. Mhm. Also ja, aus der Branche, ne? Da haben Sie auch ein gewisses Mitgefühl auch für die Erzieher. Absolut, ja. Waren Sie schon immer in Mainz? Ja, ja. Ja. Gebürtig? Hier studiert und dann hier hängen geblieben. Hier hängen geblieben, aber Sie haben es nie bereut? Nö. Nö. Das ist sehr schön. Was schätzen Sie denn besonders an Mainz? Was hat Sie denn hier gehalten? Außer jetzt vielleicht der Beruf? Und man kann unglaublich viel hier unternehmen. Also es ist ja, sowohl in Mainz selber, das kulturelle Angebot ist toll, die Stadt selber mit ihren vielen Cafés und so das ganze Ambiente. Es ist eine sehr freundliche Stadt. Die Innenstadt ist sehr schön mit ihren Fachwerkhäusern, mit dem Dom, mit dem Domplatz, also auf den Mainzer Plätzen lebt es sich sehr schön. Wie gesagt, das kulturelle Angebot ist toll. Ob Theater, ob Unterhaus, ob Konzerte, Und dann die Umgebung ist auch toll. Also hier am Rhein kann man eine Tour nach der anderen unternehmen und ja. Rheinhessen ist ja auch ganz schön, ne? Ja. Man sagt ja auch die Toskana Deutschlands. Haben Sie schon mal gehört? Ja, also zumindest der Wein hier ist
mindestens genauso gut, ja. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sich wünschen würden, das würde sich verändern, wo Sie denken, da ist noch Potenzial nach oben, verbesserungswürdig? Auch jetzt vielleicht die Kita-Bedingungen für die... Genau. Ja, also auf jeden Fall müsste mehr Betreuer geben, mehr Sozialarbeiter, mehr Lehrer, weil ich glaube nicht, dass die Digitalisierung alle Probleme löst. Im Gegenteil, im Moment schafft die Digitalisierung mehr Probleme als vorher. Und ich wäre dafür, dass es mehr Stellen gibt für Menschen, die sich um Kinder kümmern, die sich um auch Pflege in Altenheimen kümmern. Also es müsste mehr für die Menschen getan werden. Es müssten mehr Stellen für Menschen geschaffen werden, weil ich glaube, dass da die Kinder am meisten lernen, dass da, egal in welchem Alter, die Menschen am meisten davon haben, wenn sich Menschen um Menschen kümmern und dafür genügend Stellen da sind. Ja, das ist eine schöne Aussage. Vor allem ist es aber auch ein Thema bundesweit, nicht nur jetzt hier regional, ne? Und es ist ein Irrglaube, dass eine Digitalisierung alle Probleme löst. Wie gesagt, im Gegenteil, im Moment schafft es mehr Probleme, als dass es löst. Dass dafür Geld da ist, Milliarden dafür im Moment locker gemacht werden, aber für Stellen und Arbeitsbedingungen nicht, das finde ich schade und deswegen fahren wir auch auf die Demo. Sehr gut, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Mainz kennen Sie sich aus, oder? Mainz, ja, so ungefähr. Ja? Ja. Leben Sie nicht in Mainz direkt? Nein, ich lebe nicht in Mainz, in Oppenheim-Nierstein. Ah, das ist aber auch schön. Ja, und normal bin ich von Hessen-Töppe. Ach, von Hessen? Von Hessen. Ja, wo kommen Sie da ursprünglich her? Taunusstein. Ja, da habe ich früher gewohnt. Ah, okay. Ja. Was hat Sie nach Oppenheim verschlagen? Ja, da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ah, ja. Okay. Liebe. Ja. Das ist aber ein schöner Grund. Ja. Und aber Sie fahren dann zum Einkaufen auch gerne mal nach Mainz in die Stadt. Ja. Haben Sie sich da jetzt eine Kaffeemaschine? Ja, ja. Nee, ich habe die, weil die andere, die ist nicht kaputt, aber ich habe mir noch mal eine gekauft. Ja. Sind Sie schon immer Kaffeetrinkerin? Nee, heute hatte ich keine Zeit. Heute gab es keinen Kaffee? Keine Zeit für ein Köpfchen. Nein. Nee. Hatte ich nicht. So, das war alles. Wir haben es geschafft, wir sind wieder an unserem Startpunkt angelangt in Hechtsheim. Hechtsheim, richtig. Wir haben unsere City-Tour hinter uns gerade. Wir sind Bahn gefahren und leben noch. Ja, dank dir. Dank mir. Okay, alles klar. Ja, tolle Gespräche sind entstanden. Die Mainzer sind offen. Das kann ich auch so bestätigen, ja. Und ich denke sogar, man hat gemerkt, dass da so ein gewisses Bedürfnis nach sozialem Kontakt bei manchen Menschen schon auch da ist. Fandst du? Ja, fand ich jetzt gerade bei der Dame am Ende. Ja, wobei sie wurde dann ein bisschen schüchtern. Man muss dazu sagen, jetzt war jetzt das relativ schnell für uns ein schönes Schlusswort. Jetzt ist Schluss gefunden. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich noch den Rest der Fahrt noch viel mit ihr unterhalten. Das stimmt. Ja, aber auch bei den anderen, finde ich, da war zuerst vielleicht kurz so eine Schüchternheit auch und eine Skepsis eventuell. Aber dann sind da wirklich, wie du sagtest, schöne Gespräche entstanden. Ich finde, die Leute sind in den Redefluss gekommen. Also die hatten wirklich alle was zu erzählen. Ja, ja. Jeder hat was zu erzählen. Und das ist schon richtig, aber nicht jeder hat Lust drauf. Genau. Und da fand ich die Menschen, die wir getroffen haben, schon offen. Und manchmal muss man ein bisschen die Leute anpieksen, bis sie wirklich sich öffnen. Aber dann freuen sie sich auch im Nachhinein. Ja, und so ein Stück Offenheit lohnt sich dann auch irgendwo. Ja, ja. In diesem Sinne. Gucken wir mal, wen wir nächstes Mal treffen, nächste Woche. Yay. Kann mir schon mal vorwegnehmen, dann sind wir nicht derart unterwegs, dann sind wir wieder in unserem Aufnahmestübchen. Das kann sein, aber wir werden nicht alleine sein. Yay. Ciao. Tschüss. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.